Ich stelle die Runde mal kurz vor. Zu meiner Linken sitzt Philipp Justus, Vice President Central Europe Google. Herzlich willkommen. Dr. Sigrid Nikutta, Vorstand Deutsche Bahn. Herzlich willkommen auch an Sie. Und Markus Haas, CEO Telefonica. Hallo. Herr Söder, beginnen wir mit Ihnen. Haben Sie wahrscheinlich schon vermutet. Herr Söder hat übrigens auf einen Impulsvortrag verzichtet und hat gesagt, lassen Sie uns doch gleich alle zusammen reden. Finde ich gut. Deswegen beginnen wir mal. Sie haben die CDU davor gewarnt, auf Konzepte der Vergangenheit zu setzen. Jetzt gab es gestern ein Wahlprogramm, das veröffentlicht wurde. Warnen Sie immer noch die CDU davor? Naja, wenn man ein gemeinsames Programm verabschiedet hat, das die eigene Anschrift trägt, dann kann man nicht warnen, sondern dann kann man eigentlich nur loben, wenn ich das so sagen darf. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Programm, das zwei Elemente verbindet. Stabilität und Erneuerung zugleich. Beides brauchen wir in diesen Zeiten des Umbruchs. Wir brauchen keine radikale Revolution, aber wir brauchen eine Weiterentwicklung der bestehenden Systeme, die wir haben. Und wir brauchen natürlich wieder auch eine Rückbesinnung zu Leistungsfähigkeit. Ich habe gerade ein bisschen zugehört beim letzten Panel und unterstütze da vieles, was gesagt wurde. Wenn es uns nicht gelingt, in der internationalen, herausfordernden, weltweiten Auseinandersetzung um wirtschaftliche Entwicklung erfolgreich zu sein, dann wird der Wohlstand, der für uns ganz entscheidend ist, dann wird der verloren gehen. Die Aufgabe ist jetzt, diesen Wohlstand zu erhalten, Leistungsfähigkeit zu generieren und ihn mit Nachhaltigkeit zu versehen. Also Ökologie und Ökonomie gleich zu denken, nicht gegeneinander auszuspielen, so weder das eine noch gegen das andere. Und ich glaube, das ist in diesem Programm mit klaren Positionen gegen Steuerhöhungen, für Steuersenkung bei der Unternehmenssteuer, gegen Verbote und wie Tempolimit Flugverbote, aber klares Bekenntnis zu Cleantech und auch neuen Digitalisierungsoptionen versehen. Das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Insofern bin ich da ganz zufrieden. Dr. Nikutta, wird es Deutschland gelingen, der Prozess der Transformation, der Nachhaltigkeit, der Digitalisierung? Sind Sie zuversichtlich? Ja, genau deshalb bin ich zur Deutschen Bahn gegangen, weil Ökologie und Ökonomie, wie Herr Söder es gesagt hat, zu verbinden, das können wir in Deutschland. Und wir haben in Deutschland ein gigantisches Umweltnetzwerk. Da wir haben 35.000 Kilometer Schieneninfrastruktur in Deutschland. Die können wir nutzen mit der Verlagerung auf der Schiene oder mit der Verlagerung auf die Schiene. Können wir wirklich Ökonomie und Ökologie verbinden? Und deshalb bin ich da absolut optimistisch. Wir können die Digitalisierung nutzen, denn wenn Sie heute Bahn fahren, ich mache das mal ganz praktisch, haben Sie eine App, haben Sie den Navigator, damit können Sie Ihre Reise buchen, können Sie sehen, wo Sie sind, können das für Ihre ganzen Mitreisenden machen, haben alle Informationen in Echtzeit. Und genau das Gleiche haben wir im Übrigen auch für den Schienengüterverkehr. Wir können also auch die Güter unseres Wohlstandes auf der Schiene transportieren und das genauso einfach handeln wie im Personenverkehr. Und das macht mich so optimistisch, denn hier zeigen wir, dass wir das, was wir in Deutschland gut können, Industrieproduktion, Dienstleistung, Service und das, was wir produziert haben, eben auch umweltfreundlich zu transportieren. Das können wir verbinden. Sie wollen ja den Güterverkehr modernisieren. Wie weit kommen Sie voran? Sie wollen auch das Image aufbessern. Ja, jetzt ist die Bahn ein Unternehmen, was es seit mehreren hundert Jahren gibt. Ich bin jetzt auch schon anderthalb Jahre wieder dabei und ich glaube, wir haben ein bisschen was getan für das Image des Güterverkehrs. Aber natürlich ist es so wichtig, wir müssen in die Köpfe von uns allen bekommen, dass es nicht ausreicht, sich darüber zu ärgern, wenn die Autobahnspuren rechts und in der Mitte mit LKWs besetzt sind, sondern wir alle können dazu beitragen, dass sich die Dinge hier entlasten. Wir alle können uns überlegen, wie sind die Dinge, die ich konsumiere, eigentlich durch Deutschland und durch Europa transportiert worden? Auf der umweltfreundlichen Schiene wäre meine Lösung.
Denn jede Tonne, die wir auf der Schiene transportieren, spart automatisch 80-100% CO2. Also wir haben für vieles schon eine Lösung, die müssen wir nur nutzen. Herr Justus, die deutsche Gesellschaft und Wirtschaft steht ja vor einer Riesentransformation. Welchen Beitrag kann Google dazu leisten? Die Transformation, die Sie ansprechen, ist wahrscheinlich die digitale Transformation. Es gibt ja eine Reihe von Transformationen, vor denen wir stehen. Ich glaube, unser Beitrag kann besonders bei der Digitalisierung sein. Wenn ich jetzt mal schaue, was für einen Sprung wir alle in Deutschland in den letzten 18 Monaten gemacht haben, als die Pandemie begonnen hat, digital unser Leben anders zu gestalten. Als Privatperson anders einzukaufen als bisher, vielleicht auch aus dem Homeoffice zu arbeiten. Über Nacht sind viele Unternehmen ins Homeoffice gegangen. Natürlich auch aus dem Zuhause Schule und Studium etc. zu machen. Wir haben einen Riesenschwung in der Digitalisierung gesehen. Und wir bei Google sehen unsere Aufgabe darin, diesen Schwung beizubehalten und Instrumente und Tools zur Verfügung zu stellen, damit das auch weiterhin so funktioniert. Instrumente und Tools, die einerseits das Arbeiten von überall ermöglichen, wie zum Beispiel eben Videokonferenzen oder kollaboratives Arbeiten. Natürlich aber auch Instrumente wie die Google-Suche oder YouTube oder Chrome oder Android, die auch dabei helfen, die Digitalisierung sozusagen weiter nach vorne zu treiben. Das heißt, wir sehen einerseits Tools und Instrumente als unsere Aufgabe, zum Zweiten aber auch die Unterstützung dabei, digitale Fähigkeiten zu erlernen. Denn was wir auch gesehen haben, ist, dass die digitalen Fähigkeiten nicht gleich verteilt sind. Viele tun sich leichter, manche tun sich etwas schwerer mit der Digitalisierung. Und deswegen glauben wir, dass Unternehmen wie Google, nicht nur Google, aber eigentlich alle Technologieunternehmen auch etwas tun müssen, um digitale Trainings, Weiterbildung und diese Dinge anzubieten. Wir haben dafür ein Programm ins Leben gerufen, das nennt sich Zukunftswerkstatt, in dem wir digitale Trainings anbieten und inzwischen über 1 Million Menschen in Deutschland schon erreicht haben damit. Damit eben die Chancen auch gleich verteilt sind. Ich glaube, die Digitalisierung muss am Ende alle Menschen erreichen, darf nicht nur sozusagen eine Transformation von einigen wenigen sein, sondern wir müssen es schaffen, Politik, Wirtschaft gemeinsam, dass die Digitalisierung für alle Menschen offen steht. Und da können wir auch einen Beitrag leisten. Sie sind ja weltweit aufgestellt. Wo steht Deutschland im Gesamtüberblick? Ja, wenn ich auf sozusagen die Welt schaue, dann ist die Bevölkerung in Deutschland 83 Millionen Menschen, ist nur ein Anteil an der Weltbevölkerung, ist jetzt ein bisschen mehr als 1%. Also von der reinen Nutzeranzahl ist Deutschland zwar wichtig, aber jetzt vielleicht nicht sehr, sehr wichtig. Es sieht aber ganz anders aus, wenn ich auf sozusagen die wirtschaftliche Bedeutung schaue. Denn natürlich hat Deutschland ein großes volkswirtschaftliches Gewicht. Und das sehen wir auch in der Nutzung unserer Produkte, was Unternehmen angeht. Das heißt, Deutschland ist für Google ein wichtiger Markt, nicht nur aufgrund der Nutzer, sondern auch aufgrund der Unternehmen, mit denen wir hier arbeiten. Ob es Unternehmen wie Ihres sind, die Deutsche Bahn oder Telefonica oder viele andere. Wir arbeiten übrigens auch mit ganz vielen kleinen Unternehmen zusammen. Gerade in der Pandemie hat man das gesehen, dass jedes kleine Geschäft ja auch irgendwie online gehen muss und auch irgendwie eine Webseite haben muss, die gefunden wird, sei es auf Google Maps, dass die Öffnungszeiten gefunden werden und aktuell sind. Also wirtschaftlich große Rolle, Nutzer, da könnten wir noch ein paar mehr Deutsche haben. Wir würden uns freuen, wenn die Bevölkerung noch ein bisschen mehr wächst, aber das ist ein ganz anderes Thema. Herr Haas, Sie haben im Herbst den Startknopf für den Ausbau des G5-Netzes gedrückt. Wie kommen Sie voran? Also wir geben Vollgas. Wir haben jetzt 60 Städte mit 5G versorgt. Unter anderem ja auch München? Unter anderem München. Wir haben am 3. Oktober unser Netz eingeschaltet und haben bis Jahresende 30%, bis 2025 100% der Fläche mit 5G versorgt. Wir investieren derzeit 4 Milliarden in unser Netz, schließen die letzten weißen Flecken. Das heißt, wir kommen sehr, sehr gut voran. Und wir sind im Jahrzehnt des Mobilfunks und sehen natürlich auch, was die Nutzung angeht. Die Hälfte aller Privatkunden in diesem Land nutzt das Telefonica O2-Netz und sehen natürlich auch, dass insbesondere in der Pandemie die mobile Nutzung noch mal massiv zugenommen hat. Und dass letztendlich wir jedes oder alle 2 Jahre unsere Netze verdoppeln müssen, was die Kapazitäten angeht. Aber natürlich auch für die Industrie. Also die Möglichkeiten, die ersten 5G-Produktionsstätten sind schon am Start in diesem Land. Das heißt, die nutzen die Möglichkeiten von 5G über Sensoren, über präzise Fertigungsmethoden, über die Möglichkeiten, die ich dann dadurch letztendlich auch in der Cloud habe, dass ich alle Produktionsschritte dokumentieren kann. Also ich muss keine Zettel mehr oder nichts mehr aufschreiben, sondern es wird alles automatisch dokumentiert. Das heißt, die Effizienzmöglichkeiten, die wir 5G haben, sind großartig und wir stehen immer noch erst am Anfang. Jetzt sitzt
Herr Söder, mit uns virtuell in der Runde. Die Politik ist da. Haben Sie Forderungen an die Politik oder läuft alles reibungslos? Also ich glaube, neue Wege gehen. Im Rahmen des neuen Telekommunikationsgesetzes hat Bayern als Vorreiter einen Antrag gestellt im Bundesrat, dass wir den Weg der Frequenzversteigerungen für Bestandsfrequenzen verlassen und nach vorne schauen. Das sind Frequenzen, in die haben wir schon Milliarden investiert. Die stehen in 3 Jahren zur Verlängerung an. Alle anderen Bundesländer sind Bayern gefolgt. Das steht jetzt auch so im Gesetz drin, final, wie es verabschiedet worden ist. Das heißt, Bestandsfrequenzen, auf die wir heute 120 Millionen SIM-Karten in Deutschland betreiben, die können zukünftig, wenn die Bundesnetzagentur das auch so umsetzt, verlängert werden. Das heißt, ich kann noch mehr und noch schneller in die Netze investieren und kann auf der Basis, ich sage immer, wir sind das Trampolin der deutschen Industrie. Je besser unsere Netze sind, desto höher können alle anderen springen. Und deshalb war das ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das ist noch in den letzten Wochen der aktuellen Legislaturperiode ist das umgesetzt worden. Und das ist eine Steilvorlage für uns als Industrie, dass wir noch mehr investieren können. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass eine neue Bundesregierung das aufgreift und wir in Zukunft Bestandsfrequenzen verlängern und nicht versteigern. Herr Söder, der Fairness halber muss ich Ihnen auch diese Frage stellen, weil ich schon vorher Herrn Laschet diese Frage gestellt habe. Wenn ich in München beim KVR mich ummelden will, dann muss ich ins KVR gehen und eine Nummer ziehen und mich da anstellen. Wieso klappt das noch nicht digital? Wir sind in Deutschland super, was die Digitalisierung der Spitze betrifft. Also die gesamten Entwicklungen, die wir derzeit anstoßen mit künstlicher Intelligenz, mit Robotik, jetzt auch wir bei uns mit Quantencomputing, wir investieren in eine Hightech-Agenda mit 3,5 Milliarden Euro. Haas kennt es ja sehr gut, auch Partner von beispielsweise von Google sind bei uns, Apple, alle möglichen Partner, weil wir richtig groß investieren. Und wir wollen mit den deutschen Forschungseliten zusammen ein Riesenökosystem schaffen für beste KI, Quantencomputing, Robotik, die es gibt. Da sind wir echt gut. Aber Sie haben völlig recht, in der Alltagsdigitalisierung hinkt Deutschland fundamental hinterher. Und deswegen habe ich mir das jetzt auch nochmal selber zur Chefsache gemacht und mache mit meinem Kabinett da einen Plan, wie wir das deutlich verbessern können mit einer eigenen Digitalagentur, die gesamten Bereiche einheitlich ordnet. Das Grundproblem, das wir nämlich haben mit der Alltagsdigitalisierung, damit meine ich Schule, damit meine ich Verwaltung beispielsweise, ist, dass wir zu viele schlechte Schnittstellen haben. Das heißt, jeder hat irgendwann mal irgendwas gemacht in seinem Bereich, in seinem kleinen Garten und vor vieler Zeit hat einen Experten gehabt und kann man ja auch bei Großunternehmen sehen, dass die Schnittstellenproblematik die schwierigste ist und es geht nicht richtig voran. Deswegen brauchen wir veränderte gesetzliche Grundlagen, wir machen ein neues Digitalgesetz, deswegen brauchen wir eine einheitliche, ganz klare Regelung, was unsere Bereiche sind über eine Digitalagentur und müssen es grundlegend verändern. Plus dazu glaube ich, dass wir das Verhältnis von Datensicherheit und Datenschutz neu gewichten müssen. Das haben wir doch jetzt gemerkt in der ganzen Corona-Zeit. Es ist ja schon etwas albern gewesen, dass wir über Grundrechtseingriffe fundamentaler Art entscheiden konnten, dass es uns aber nicht möglich war, bei der Corona-Warn-App einen deutlich schnelleren Effekt zu erzielen. Deswegen muss dieses Thema Alltagsdigitalisierung, so nenne ich es jetzt mal, im Mittelpunkt stehen und verbessert werden. Und dazu sind all diese Anmeldeprozesse, die Sie zu Recht ansprechen, sind wir besser geworden, reicht aber noch lange nicht. Damit muss Distanzunterricht in Schule nicht nur für den Fall der Pandemie, sondern generell als Ergänzungsmoment vorangebracht werden. Und wenn ich das noch sagen darf, wir brauchen eine extreme Beschleunigung, auch im digitalen Bereich von Genehmigungen. Ich sage mal ein Beispiel. Also von der Bahn rede ich gar nicht, weil wenn mir Andi Scheuer freudestrahlend berichtet, dass der Zulauf zum Brenner Basistunnel bei uns 2047 vielleicht in Betrieb gehen könnte, dann habe ich da schon aufgegeben, da nochmal über eine Jahreszahl zu reden. Klammer auf, es macht natürlich keinen Sinn, über Klimaschutz zu reden, wenn wir Genehmigungen für Bahn und Schiene nicht voranbringen. Übrigens sind dieselben, die für die Energiewende eintreten und den Klimaschutz, die ersten, die gegen neue Bahnstrecken sind. Klammer zu. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Funkmasten. Ja, es spricht ja von einer großen 5G-Offensive. Also wir stellen in vielen Bereichen fest, dass die Akzeptanz da nicht groß ist. Zu mir kam letztens ein Bürgermeister und sagte, wir müssen ein 5G-freies Land werden, weil 5G auf das Gemüt schlägt. War dann mein Hinweis, dass ich glaube, dass das bei 4G schon erkennbar ist. Also wir müssen da eine andere Offensive starten.
für diese Bereiche. Wenn wir da nicht schneller werden, dann kommen wir mit dem Alltagsbereich nicht voran und kann das nur unterstützen. Wir werden alles dafür tun, dass wir da insgesamt besser werden. Wir haben bei uns die Versorgung mit Breitband im ländlichen Raum, darum geht es ja vor allem, ziemlich gut erschlossen. Jetzt geht es um den Bereich Mobilfunk und um all diese Fragen, die Sie ansprechen. Und ehrlichweise ärgert es mich auch, weil da immer so viele auch bürokratische Kleindinge dagegen stehen. Einzelne Ministerien, die sagen, nein, wir wollen das nicht, das ist ein Eingriff in unsere Kompetenz und das muss man übergehen. Insofern bin ich auch sehr gespannt, wie das Bundesdigitalministerium wirken würde. Ist ja von Armin Laschet bei uns im Wahlprogramm eingeführt wurde. Wir haben in Bayern ein Digitalministerium. Ich muss allerdings zugeben, es ist für die Digitalministerin bei uns, Judith Gerlach, immer ein großer Kampf gegen die angestammten Häuser. Und hätte sie nicht einen wohlwollenden, zurückhaltenden Ministerpräsidenten ihrer Seite, wäre es noch viel schwerer. Also da müssen wir wirklich einfach mehr Schwung reinbringen. Das ist, glaube ich, verzeihen Sie mir, das ist doch das Grundproblem. Wir haben ja keine Erkenntnisdefizite. Wir haben ja keine schlechten Analysen in unserem Land. Wir wissen ja eigentlich, was wir brauchen, wohin. Das ist doch die Wahrheit. Ja, gibt ja keinen, der nicht wüsste, was wir zu tun haben. Aber wir haben uns angewöhnt, in 10 Jahren relativ erfolgreichen Wirtschaftens. Das geht schon so irgendwie. Wir sind heute überrascht von den Schwächen, die uns Corona offenbart hat, in dem Alltagsbereich, in kleinen Dingen. Und wir sind nach wie vor etwas erstaunt, mit welcher Entschlossenheit und Geschwindigkeit andere vorlegen. Und da müssen wir in diesen Wettbewerb stärker einsteigen. Das ist die Grundidee und Philosophie, auch weil Sie das vorhin zum Programm angesprochen haben. Die Grundphilosophie heißt mehr Geschwindigkeit, Wohlstand und Nachhaltigkeit zusammen. Aber die Union war ja nicht... Die Union war ja bisher nicht in der Opposition. Es klingt so, als wären sie gehemmt gewesen. Also man hätte ja das Ganze schon umsetzen können. Naja, sie haben doch heute. Oder kam die Überraschung während der Corona-Pandemie? Ja, klar, wir sind ja nicht allein. Ja. Also wenn man allein wäre, wäre es ja noch leichter. Dann, aber schauen Sie, Sie haben ja heute Morgen einen der Partner lebt, die SPD, habe ich ja gelesen, der Peter Altmaier dann einiges vorwirft. Ich meine, Koalitionen sind natürlich notwendig und müssen sein und ist auch wichtig so. Und wir haben auch vieles gemeinsam vorangebracht, aber an bestimmten Stellen wird es halt dann immer zäh. Und es ist dann wie im Fußball, wenn eine Mannschaft nicht so richtig will und sich auf einen rein defensiven Blockadecharakter verlegt, dann wird es immer einfach kein schönes Spiel. Aber Sie haben recht, dass da die Aufgabe besteht, es zu ändern. Vielleicht klappt es ja mit neuen Partnern im Herbst. Ich war ehrlicherweise da ein bisschen enttäuscht über die Vorstellung des Grünen-Programms. Ich dachte, ich hatte mal Frau Baerbock bei einem Gespräch auch bei euch in der Runde erlebt, da dachte ich, da geht ein neuer Schwung, kommt da rein. Jetzt in letzter Zeit klingt das alles wieder wie die klassische 80er-Jahre-Philosophie. Insofern, weil ich Christian Lindner vorhin gehört habe, das wäre natürlich dann schon ein deutlich sympathischerer Ansatz und auch ein inhaltlich stärkerer, wenn der gelingen möge. Aber jetzt schauen wir mal, was rauskommt. Also ich kann nur sagen, Sie haben völlig recht, da muss mehr passieren. Aber wenn ich das noch sagen darf, wir haben natürlich immer wieder von Jahr zu Jahr neue Großkrisen zu lösen gehabt, die man, glaube ich, auch ganz gut gelöst haben. Das soll aber nicht den Blick verstellen auf in der Tat vieles, was man auch im Kleinen dringend ändern muss. Frau Nikuta, Sie haben heftig genickt zeitweise, als Herr Söder gesprochen hat. Stimmen Sie ihm zu? Ja, also das Thema der Alltagsdigitalisierung ist eines, was uns, glaube ich, alle betrifft. Da bin ich überrascht, in wie vielen Bereichen es angesichts von Corona und sehr schnell geglückt ist, Alltagsdigitalisierung umzusetzen. Also die zum Beispiel mein Unternehmen, die Bahn, wir haben wirklich 70.000 Arbeitsplätze über Nacht ins Homeoffice verlegt, inklusive Steuerungsarbeitsplätze, wo ich vorher gedacht hätte, das geht niemals. Und es ging. Also das war ein absolut positiver Effekt, das ist nicht zusammengebrochen, es funktionierte alles. Aber besonders intensiv genickt habe ich natürlich bei den Genehmigungsprozessen und der Geschwindigkeit der Genehmigungsprozesse. Weil das ist dieses wirklich not in my backyard Thema, was uns natürlich ganz, ganz massiv betrifft. Gerade mich als Schienengüterverkehr betrifft es. Alle sagen ganz unisono, wenn ich sage, Güter gehören auf die Schiene, nicken auch alle. Ne? Wenn es dann darum geht, was heißt denn das konkret, dann erlebe ich, dass viele Unternehmen, fast alle Unternehmen, heute mit mir diskutieren, wie geht es denn genau? Gar nicht mehr ob,
sondern wie. Weil jedes Unternehmen versteht, dass zu einer CO2-armen Produktion eben auch die Transportkette gehört. Und ganz maßgeblich die Transportkette gehört. Und das ist wirklich die Stunde der Schiene. Wenn es denn aber darum geht, zu sagen, und das wäre mein Wunsch, kein Industriegebiet mehr in Deutschland ohne Schienenanschluss. Wir bauen auch überall eine Straße hin, also müssten wir auch überall eine Schiene hinbauen können. Dann haben wir den Grundstein gelegt dafür. Wir haben, und da war Deutschland Vorreiter, Ende letzten Jahres alle Güterwagen mit leisen Bremssohlen ausgerüstet. Damit ist der wahrnehmbare Lärm des Schienengüterverkehrs halbiert. Halb so laut. Wir waren absoluter Vorreiter in Europa. Wir tun alles, damit es leiser wird. Es ist enorm leise. Jetzt müssen wir aber auch dafür sorgen, dass wir neue Strecken haben, dass wir Entlastung gerade in vielen Regionen schaffen für die Straße. Und da sind wir, Herr Söder hatte es gesagt, halt in Europa relativ langsam. Das kann man eigentlich nicht verkaufen. Geschweige denn, irgendjemand kann es nachvollziehen. Und hier müssen wir aus meiner Sicht viel, viel schneller werden. Wenn ich heute zu einem Industrieunternehmen gehe und mir das sagt, jo, Frau Nikuta, Gleisanschluss wäre gut, dann muss ich eigentlich sagen können, komm her, nächstes Jahr hast du ihn. Wie lange dauert es jetzt? Naja, ich verweise dann auf diverseste Genehmigungsverfahren, um nicht zu sagen, kann auch 5 Jahre dauern. Das ist natürlich sehr unschön. Es muss eigentlich, und ich sag mal, wir werden alle irgendwann jetzt gegen Corona geimpft, aber gegen oder für das Umweltthema gibt es keine Impfung. Das müssen wir machen und das müssen wir jetzt irgendwie schnell machen. Und da müssen wir sehr klar sagen, hier beschleunigen wir und setzen es auch so beschleunigt um. Genau, Sie sprechen den richtigen Punkt an. Ich meine, bei Corona ging so viel. Es wurden Billionen einfach so ausgegeben. Es wurden Gesetze ganz schnell verabschiedet. Also eigentlich gibt's ja die Infrastruktur, wir können, aber so richtig ist die Gefahr noch nicht im Blick. Weil ich meine, Corona konnten wir jetzt durch Lockdown und Impfung fast schon besiegen, kann man sagen. Zumindest hier in Deutschland schaut's ja ganz gut aus. Aber eine Impfung gegen den Klimawandel gibt's nicht, oder? Ja, also das ist halt, da schlägt uns unsere eigene Psyche ein Schnäppchen, muss man ganz klar sagen. Ne? Wir unterschätzen als Menschen Gefahren, die wir nicht sehen können. So. Ne? Und das Umweltthema kann ich im Moment nicht sehen. Deshalb unterschätze ich die Gefahr. Allerdings spüren wir sie ja zunehmend. Ne? Und das macht mich dann doch wieder bei aller Gefahr optimistisch. Wir spüren es, wir spüren die Auswirkungen des Klimawandels. Und ich glaube, jetzt stehen wir genau an dem Wendepunkt, an dem wir sehen, es kommt etwas auf uns zu und wir können noch etwas tun. Und ich glaube, jetzt werden wir es auch tun. Laut einer neuesten Umfrage sagen in Deutschland 77%, dass sie möchten, dass Deutschland nachhaltiger wird. Wenn es aber dann in die Realität kommt, dann gleicht unter 1% zum Beispiel der Bürger für einen Flug den CO2-Ausstoß aus. Oder wenn es dann Tempolimit gibt, das Wort möchte ich gar nicht sagen, dann gibt es einen Riesenaufschrei. Was läuft da falsch zwischen Wollen, Bewusstsein und Realität? Also wir sehen schon, dass insbesondere beim Handy-Recycling die Bereitschaft, Endgeräte zu recyceln, deutlich gestiegen ist. Wir haben uns als Ziel gesetzt, als Telefonica O2 2025 spätestens klimaneutral zu sein. Und wenn Sie jetzt heute unsere Kunden fragen, das tun wir regelmäßig, steht das ganz oben. Neben Datenschutz, attraktiven Preisen ist in den Top 3 auch Klimaneutralität mit drin. Wir Netzbetreiber sind Teil der Lösung und nicht Teil des Problems, weil wir natürlich allen anderen auch helfen, ihre Klimaziele zu erreichen durch bessere Logistik, durch Vermeidung von Fahrten, durch viele andere Themen. Das heißt, da ist schon ein anderes Bewusstsein da. Und trotz Corona-Pandemie haben viele Unternehmen, das ist unser Eindruck, auch viele unserer Geschäftskunden, ihre Hausaufgaben gemacht und haben sich ganz klare Ziele gesetzt, unabhängig von politischen Vorgaben, weil das Bewusstsein da ist. Das ist unsere Verantwortung. Wir können jetzt gestalten und die neuen Technologien helfen uns auch, letztendlich die Klimaziele viel, viel einfacher zu erreichen als noch vor 10 Jahren. Herr Justus, Sie haben auf Twitter geschrieben, habe ich gerade noch gelesen, digitaler Wandel braucht Mut, Ideen und Tatendrang.
Wie viel Mut, also da ist ja noch Luft nach oben. Ja klar, Mut, Ideen und Tatendrang bei allen dreien ist, glaube ich, noch Luft nach oben. Ich stimme Ihnen völlig zu, dass wir in den letzten 18 Monaten sehr, sehr viel Mut und auch Tatendrang und Action gesehen haben, was Digitalisierung angeht. Da ging auf einmal ganz viel. Ich habe trotzdem auch noch festgestellt, dass es Bereiche gibt, in denen in Deutschland immer sehr viele Menschen Nein sagen können und dann Dinge nicht passieren. Wenn ich so an die Schulerfahrung meiner Kinder denke, wie lange es gedauert hat, bis erlaubt war, Videokonferenzen nach Hause zu machen oder bis es erlaubt war, elektronisch Hausaufgaben einzureichen. Da gibt es ja nun wirklich überall schon Lösungen. Die Lösungen sind in großer Anzahl von verschiedenen Anbietern vorhanden. Aber es kann halt in Deutschland, gibt es sehr viele Stellen, nicht nur in jedem Bundesland eine, sondern dann auch noch weitere in den jeweiligen Behörden, die dann Nein sagen können. Und ich glaube, da müssen wir zu einem Umdenken kommen und sagen, wie kann man denn die Anzahl der Neinsager reduzieren und der Ja-Sager ein bisschen erhöhen, um Möglichkeiten, die da sind und Digitalisierung vorantreiben, schneller auch möglich zu machen. Jetzt mal auf die Industrie, die Unternehmen bezogen. Ich glaube, die große Aufgabe, die jetzt vor uns allen liegt, ist, den Schwung weiterzutragen der Digitalisierung mit sowohl was Ideen als auch Experimentierfreudigkeit angeht, den wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben. Für mich ist die große Veränderung, das glaube ich jetzt alle Unternehmen verstehen, ich bin eigentlich auch ein digitales Unternehmen oder muss es sein? Das ist jetzt nicht mehr etwas Abstraktes, was nur Startups aus München und Berlin betrifft, digitales Unternehmen zu sein, sondern es betrifft eigentlich jedes Unternehmen. Und das bedeutet auch ein großes Umdenken, beginnend mit der Frage, wie spreche ich eigentlich meine Kunden an? Wo finde ich eigentlich meine Kunden und verstehe was über meine Kunden? Das kann ich natürlich alles digital machen. Und ich glaube, wenn wir da diese Bereitschaft, Neues auszuprobieren, mitnehmen in den nächsten 12, 18 Monate, dann wird da eine Menge möglich sein. Wir hatten heute Morgen ein Panel, woher kommen die jungen Pioniere? Und einer der Teilnehmer sagte, die Studierenden sind unsere Assets und wir müssen aufpassen, dass die nicht weggehen. Und die mittelständischen Unternehmen klagen und beklagen es, dass Google und Apple und Facebook eben so viel sexier ist. Was können Sie denn den mittelständischen Unternehmen mitgeben, wie sie sich versexieren, sagt man das? Warum wollen alle zu Ihnen und nicht zu mittelständischen Unternehmen, obwohl die ja wirklich auch attraktive Angebote haben? Absolut. Ich glaube, die jungen Talente, die aus der Berufsausbildung oder aus dem Studium kommen, die wollen dahin, wo sie was bewegen können und auch was bewegen dürfen. Und das ist bestimmt nicht nur bei Google und Microsoft und O2 der Fall. Es ist bestimmt auch bei der Deutschen Bahn der Fall. Da sind ja auch ein großer Employee-Brander und starke Marke für Absolventen. Platz 9. Nein, aber im Ernst, ich glaube, das Wichtige ist, dass man als Unternehmen deutlich macht, warum auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter was bewegen können und dass sie auch die Lizenz haben, was zu bewegen. Und dann kriegt man auch die Talente, ob es jetzt die technisch geprägten Talente sind oder die kaufmännisch geprägten Talente. Man muss nur verstehen, dass es auch einen großen Wettbewerb um die Talente gibt. Es ist nicht mehr so, dass ich als Unternehmen mich zurücklehnen kann und sagen kann, die kommen schon alle automatisch zu mir. Also es gibt einen großen Wettbewerb, in dem befinden wir uns auch, immer um die sage ich mal, leider noch zu wenigen Absolventen der technischen Fachberufe und Studiengänge in Deutschland gibt es einen großen Wettbewerb. Aber die gute Nachricht ist, und da, Herr Söder, habe ich Ihnen auch aufmerksam zugehört, Sie schaffen ja auch viele neue Professuren in Bayern, die dann auch sicher dazu führen, dass die Kapazität und die Anzahl der Studienabsolventen auch wieder weiter zunimmt. Das ist, glaube ich, die gute Nachricht. Es wird in den nächsten Jahren eher mehr als weniger gut qualifizierte Absolventen geben. Herr Söder, machen Sie da auch ein Angebot? Wie sieht Ihre Version oft für die junge Generation? Ja, Sie wissen das ja, dass wir da schon vor der Corona-Pandemie ein einzigartiges Angebot gemacht haben. Es gibt kein Bundesland in Deutschland gemacht. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Eine Hightech-Agenda mit 3,5 Milliarden Euro. 1.000 Professoren, fast ausschließlich im naturwissenschaftlichen Bereich. 10.000 neue Studienplätze genau in dem Bereich. Allein 100 Professuren nur für künstliche Intelligenz, die jetzt bis maximal 2023 eingerichtet werden. Zum Vergleich, das ist dieselbe Summe, die im gesamten Bund, also außerhalb Bayerns, im Bundesgebiet bis 25 stattfinden soll. Und zwar in einem echten KI-Netz, das über ganz Bayern ist, nicht nur in München, sondern auch in allen Hochschulen. Hinzu kommt, dass wir ganz bewusst Technologiefelder ergänzen, die dazugehören, Cleantech,
was für den Klimaschutz ganz entscheidend ist, in der Forschung neue Antriebsmodelle in der Mobilität, Luft- und Raumfahrt. Wir haben gerade die größte Fakultät für Luft- und Raumfahrt in Europa mit auf den Weg gebracht, weil wir die Synergieeffekte von Luft, Raumfahrt, von New Space, von auch Klimaschutz, Klimawandel und den gesamten Wirtschaftsbereichen versehen. Also das ist schon, wenn ich sagen darf, ein dickes Brett, das wir da machen, verbunden auch mit einer Hochschulreform, die es ermöglicht, auch Flexibilität in der Hochschule zu haben. Und wir gründen, ich glaube, das erste Mal seit fast 50 Jahren, eine neue Universität, eine zusätzliche technische Universität in Nürnberg, die auch in einer neuen Modulweise entsprechend agieren soll. Ich glaube, das Angebot heißt, und zwar ein Angebot an die Welt zu machen. Also wir müssen schauen, dass wir attraktiver Standort für alle Talente der Welt sind. Für die Talente im eigenen Land zu fördern, aber darüber hinaus. Und junge Menschen und die klügsten Köpfe der Welt überlegen tatsächlich, wie es die drei Partner jetzt angesprochen haben hier im Panel, wo gehe ich hin, was ist attraktiv? Ich finde, dass wir in Deutschland als Standort hochattraktiv sind. Wir bieten ein sicheres, ein ökonomisch starkes Umfeld. Wir bieten starke mittelständische Unternehmen. Wir haben keinen Staatskapitalismus wie in China. Die Freiheit auch zu forschen beispielsweise. Und deswegen, glaube ich, sind wir da einfach interessant. Und wenn Sie das im Hintergrund auch ein bisschen sehen, und Sie kennen es ja auch von Ihrer eigenen Tätigkeit her, das Ganze muss auch mit einem guten Work-Life-Balance versehen sein. Also für viele junge Menschen ist nicht nur der Ansatz, was verdiene ich, interessant, sondern die Perspektive, die Values, das Interesse, was welche Werte stehen dahinter und was kann ich wirklich, wie Sie es schön gesagt haben, bewegen. Und da, glaube ich, muss man das Angebot machen. Es hat schon einen Grund zum Beispiel, warum wir als Freistaat eines der Bundesländer sind mit dem meisten Zuzug. Und wir wollen es auch weiter verstärken, weil wir sozusagen dieses Leben mit Modernität, mit einer gewissen Form von Gelassenheit, aber eben auch verbunden mit technologischer Leistungsambition verbinden wollen. Das spürt man übrigens bei den jungen Leuten so unglaublich stark, dass da eine neue, ganz großartige Generation heranwächst. Und wenn Sie mich das sagen lassen, weil wir jetzt gerade auch bei uns die Abi-Ergebnisse langsam bekommen. Ich finde auch nicht, wir haben in Corona zu oft davon geredet, über die Probleme der jungen Generation. Ich wollte mal auch ein ganz großes Lob aussprechen, jetzt auch der jetzige Abiturjahrgang. Unter welch schwierigen Bedingungen, da hatten wir das viel leichter, sie trotzdem, so ist es erkennbar, große Leistung bringen. Und da bin ich echt, sagen wir jetzt auch als Ministerpräsident bei uns im Land, aber ich glaube, es gilt allen in Deutschland, echt stolz und dankbar, was da an jungen Leuten heranwächst, an tollen jungen Frauen und Männern. Und denen sollte man in der Tat, wie Sie sagen, ein super Angebot machen, das Beste an Möglichkeiten. Und da wir immer weniger Junge haben, ist auch sozusagen der Einsatz für die Jungen umso wichtiger. Und das wollen wir tun und da ein Angebot machen, das gleichzeitig auch dann die Perspektive schafft für eine völlig neue technologische Dimension, die unser Land da auch im internationalen Wettbewerb als super Standort präsentieren lässt. Herr Justus, wie attraktiv ist Deutschland für die Welt? Ich glaube, sehr attraktiv. Deutschland hat in vielen Bereichen marktführende Unternehmen, im Industriebereich, natürlich in der Automobilindustrie, chemischen Industrie, Pharmaindustrie. Wir haben in vielen Bereichen sehr bekannte Weltmarktführer und dann gibt es die vielen Hidden Champions im Mittelstand, die jetzt nicht als Marken unbedingt allen geläufig sind. Also Deutschland ist sehr attraktiv, auch für uns als amerikanisches Unternehmen sind hier viele der Unternehmen, mit denen wir enge Partnerschaften haben, auch Produktpartnerschaften, Entwicklungspartnerschaften. Nicht von ungefähr haben wir zum Beispiel im Bereich Quantencomputer, über den wir vorhin auf dem letzten Panel schon gehört haben, auch eine Reihe von Partnerschaften mit deutschen großen Unternehmen, mit denen wir hier zusammen forschen. Wir sehen als Unternehmen, dass die Qualität der Forschung und Entwicklung in Deutschland enorm hoch ist. Und dass auch unsere Ingenieure den Austausch sehr schätzen mit den Counterparts, mit den Gegenstücken in den deutschen Unternehmen. Das ist absolut so. Dann stelle ich Ihnen auch noch mal die Frage und dann Ihnen und dann müssen wir die Runde schon beenden. Okay, wie attraktiv ist Deutschland? Also als deutsches Unternehmen kann ich Ihnen sagen, dass wir unglaublich viele Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland haben, die sich dafür interessieren. Wie macht ihr das hier in Deutschland mit dieser komplexen Infrastruktur, mit dieser gewachsenen Infrastruktur? Wie bringt ihr hier die neuen Techniken rein? Wie macht ihr das mit den Forschungsergebnissen? Wie integriert ihr, wie zum Beispiel auch in Nürnberg an der neuen Uni, wie integriert
integriert ihr Unternehmertum und Forschung in eurem betrieblichen Alltag? Ich glaube, hier bilden wir ein richtig gutes Vorbild, weil auch die Geschichte der Deutschen Bahn davon geprägt ist, immer wieder neue Technologien auszuprobieren, zum Einsatz zu bringen und dann eben für die Fahrgäste oder für den Warentransport erfolgreich einzusetzen. Herr Haas. Ich bin ja nicht nur Deutschlandchef von Telefonica O2, sondern bin auch Mitglied des weltweiten Vorstands von Telefonica und sehe natürlich auch, was in anderen Ländern passiert, in Brasilien, in Mexiko, in Spanien, im Vereinigten Königreich. Und die Kollegen sind eigentlich immer so ein bisschen neidisch. Einerseits A, wie wir die Pandemie und wie wir auch Krisen managen. Und wir sind nicht immer die Schnellsten, wenn es um die Einführung von neuen Technologien geht. Aber wenn wir es machen, sind wir die Konsequentesten. Dann setzen wir die Technologien wirklich mit einer 1A-Qualität um und sind dann auch diejenigen, zum Beispiel die SMS. Wir waren SMS-Weltmeister. Wir haben sehr lange gebraucht, bis wir sie genutzt haben, aber keine andere Bevölkerung hat SMS so stark genutzt wie wir in Deutschland. Und das gilt jetzt auch bei der Einführung von 5G. Da sind wir sogar relativ weit vorne. Wir haben die meisten Standorte in Europa schon ausgebaut. Da bin ich zum Beispiel sehr, sehr zuversichtlich, weil es eine Industrietechnik ist und Deutschland ein produzierendes Land ist. Also insofern, wenn man so im Vergleich sieht, ist, glaube ich, Deutschland eines der spannendsten Länder. Die Kollegen haben immer gesagt, Mensch, Deutschland ist immer Frau Merkel. Das ändert sich jetzt vermutlich, wie es aussieht. Insofern kann ich meine Kollegen vielleicht auch mal überraschen im globalen Vorstand. Aber ansonsten sind wir da schon weit vorne. Was für eine positive Runde. Vielen Dank Ihnen allen. Vielen Dank, Ministerpräsident Söder, nach München. Ich darf Sie verabschieden. Es war sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. Danke. Vielen Dank.